Ja, der Kurs 1 unserer Fortbildung am Major Giving Institute zur Großspenden-Fundraiserin ist zu Ende und wir sind begeistert, weil unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch begeistert sind. Wir haben die Zertifikate übergeben können und ja, es war ja schon eine Feuertaufe auch für uns, denn wir waren am Anfang, als die Marita Heilbach und ich das Programm entwickelt hatten, schon auch, wir haben gehofft, dass wir 16 Leute finden, aber waren natürlich nicht ganz sicher, ob wir die wirklich finden würden. Wir hatten sie gefunden, Kurs 1 ist rum und jetzt geht es natürlich strikt Richtung Kurs 2. Seit wir mit unserer Fortbildung und dem Major Giving Institut nach draußen gegangen sind, in die Fundraising-Öffentlichkeit und darüber hinaus, hat sich eine ganze Menge bewegt im Fundraising, im Großspenden-Fundraising insgesamt. Wir sind sehr froh darüber, dass sich an diesem wichtigen Thema des Fundraisings endlich die Dinge weiterentwickeln und dass hoffentlich auch bald der Kuchen größer wird. Was sehr gut war an unserer Fortbildung, im Nachhinein auch nochmal ausgewertet, ist diese 3x4 Tage, also 12 Tage. Jan Ueckermann und ich haben ja Erfahrung mit Tagesseminaren, Zweitagesseminaren, aber viele Teilnehmende haben eben genau gesagt, durch diese 12 Tage sind sie in die Umsetzung gekommen und hatten zwischendrin einfach nochmal Möglichkeiten, das rückzukoppeln. Und was mich ja besonders begeistert hat, einige haben ja schon tatsächlich auch größere Beträge dann während der Fortbildungen ausgelöst durch ihre methodische Weiterentwicklung, durch das Networking, ja, größere Beträge eingeworben. So, ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, allgemein ist das Programm sehr gut angekommen. Marita Heilbach und ich als Hauptreferenten und dann gezielt aber auch Leute aus der Praxis mit reingeholt. Also Großspenden-Fundraiserinnen und Fundraiser, die aus die uns einfach einen Einblick in ihre Alltagspraxis gegeben haben. Oder auch eine Großspenderin, eine Philanthropin, die Einblicke und die über ihre Motive geredet hat, warum sie spendet, wie sie spendet, was ihr daran wichtig ist. Das waren schon sehr gute Einblicke, die wir dort bekommen haben. Wir werden natürlich noch einige Dinge weiterentwickeln, auch was zum Beispiel unsere Seminarmaterialien angeht. Das heißt, diese vielen PowerPoint-Präsentationen, die wir natürlich auch verteilt haben, die fließen dann in sowas wie einen Reader ein, was das Ganze leichter lesbar macht. Dazu gehören natürlich auch nochmal ausgefeiltere Leitfäden. Was uns aber auch nochmal deutlich wurde, manche Grundlagen des Großspenden-Fundraisings sind in Deutschland nicht so üblich, wie das Zielbild zu formulieren, der Case for Support, wie das im Englischen heißt, oder aber Spenderrecherchen. Da werden wir in Kurs 2 mit Sicherheit noch intensiver üben, als das bislang in Kurs 1 der Fall war. Sehr, sehr wertvoll wurde aber von den Teilnehmenden auch bewertet, diese Vernetzung. Und das geht jetzt natürlich nach dem Kurs auch weiter. Und das Schöne für Kurs 2 ist dann natürlich, dass die schon in ein bestehendes Netzwerk hineinkommen. Und das wird doch von vielen Kolleginnen und Kollegen im Großspenden-Fundraising als etwas bewertet, was den meisten fehlt. Also wirklich diese Vernetzung. Und da werden wir natürlich vom Major Giving Institute auch weiter dran arbeiten, dass da die Kolleginnen und Kollegen sich permanent vernetzen können. Eines wurde noch mal besonders deutlich, was wir eigentlich schon wussten. Großspenden-Fundraising ist personalintensiv. Die Teilnehmenden haben schon während der Fortbildung gearbeitet und haben gesagt, wenn wir noch mehr Zeit hätten, das heißt mehr personelle Ausstattung, bräuchten wir eigentlich, hätten wir mehr Erfolge. Das heißt also, insgesamt ist das ganz große Thema nach wie vor auf der Tagesordnung für Organisationen. Großspenden-Fundraising bedarf Stellen. Und schön war es, dass Jan und ich so intensiv zusammengearbeitet haben. Und wir freuen uns auf alle kommenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Fortbildung zum Großspenden-Fundraiser, Fundraiserin am Major Giving Institute.